Rot-grüne Minderheitsregierung gescheitert. Neuwahlen in Nordrhein-Westfalen. Rot-grüner Haushaltsplan geplatzt. Landtag löst sich auf. Düsseldorf. Rot-grün ist in Nordrhein-Westfalen bereits nach 2 Jahren am Ende. Für den Haushalt der Minderheitsregierung von SPD und Grünen gab es am Mittwoch keine Mehrheit. 91 Abgeordnete stimmten gegen den Etat. Die 90 Stimmen der Regierungsfraktion reichten nicht aus. Damit ist der Haushalt gescheitert. Nach dem Streit über den Haushalt beschlossen die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU, FDP und Linkspartei einstimmig, den Landtag aufzulösen. Aufgrund des Scheiterns der rot-grünen Minderheitsregierung wird es nun zu einer Neuwahl kommen. Es ist bereits die dritte Neuwahl in diesem Jahr. Auch im Saarland und in Schleswig-Holstein stehen in den kommenden Wochen Neuwahlen an. Für die Neuwahlen in Nordrhein-Westfalen ist als Wahltermin der 6. oder 13. Mai im Gespräch. Über den Termin entscheidet der Innenminister. Nach aktuellen Umfragen würde SPD und CDU etwa gleich aufliegen und jeweils 35% erzielen. Die Grünen kämen auf 17%, während sowohl FDP 2% als auch die Linkspartei 3% nicht mehr im neuen Landtag vertreten wären. Dafür könnten die Piraten den Einzug schaffen. Besonders pikant, das heutige Scheitern kommt SPD und Grünen sehr gelegen. Wenn sich die Wahlumfrage so bestätigen sollte, hätte Rot-Grün nach den Wahlen eine stabile Regierung. Sie würde die Anzahl ihrer Abgeordneten wohl deutlich erhöhen und wäre nicht mehr auf Stimmen der anderen Parteien angewiesen.